Aber in den Campern ist wieder das Chaos ausgebrochen, wie immer. Der Bernd ist in seinen Arbeitskisten am Suchen. Wir haben ja überall so Körbchen angebracht hier, solche, so eigentlich Badezimmerkörbchen. Das hier wird auch noch erneuert. Wir bekommen so eins hier, wie wir im Bad haben, weil das gefällt uns richtig gut. Haben wir auch schon, aber haben wir noch nicht installiert. Die sind so überbreit, die sind richtig cool mit selbst so Klebedings. Wie heißt das denn? Doppelseitigen Klebeband. Und jetzt ist was passiert. Wir hatten hier immer so ein kleines Seifenkörbchen kleben. Da war dann immer Spülmittel drin und so. Das ist dann hier diese Folie abgegangen. Die Tapete. Die Tapete war das. Genau. Und dann somit war das Körbchen auch ab. Und jetzt muss ich hier weg. Bleib liegen. Jau. Warte mal, Livia. Ach Mann, das ist uns entgegengekommen, weil das wurde nachträglich mit Dezifix beklebt und jetzt hat der Bernd das einfach so, wie es abgeknickt war, abgeschnitten mit einem Cuttermesser. Das reicht für uns. Jetzt kann er das wieder installieren. Da ist das kleine Dingsbums. Das, ja. So, guten Morgen, guten Morgen. Heute ist ein fleißiger Tag wird heute sein. Smurfy, hör mal auf, da an den Sachen zu. Smurfy! Da sind noch die ganzen Einkäufe von Obelink. Bei Calvino im Bett. Wir nutzen Calvinos Bett als Ablage, weil der ja jetzt nicht da ist die ganze Zeit. Heute, was haben wir alles vor? Du bringst gleich den neuen Knauf an draußen. Das zeige ich euch nämlich euch mit am Wohnwagen. Ich mache Löwenzahnsirup aller Voraussicht nach. Das passte nicht und da war ein Fitzel dazwischen, habe ich gerade eben gemacht. Im Wohnwagen machen wir Löwenzahnsirup. Das ist auch ein Highlight. Wir backen einen Kuchen im Wohnwagen in unserem neuen Omnia-Backofen. Ich muss Essen kochen, Wäsche waschen, das mache ich aber heute nicht hier. Da, sie will zu dir, sagt sie. Jetzt, immer, wenn man was zu tun hat, möchte sie immer bei dem auf dem Armbau. Ich sehe fertig aus. Komm her. Genau, was noch? Ja, sowas halt. Alles so kleine Erledigungen. Und der Papa, der hat heute richtig was zu tun. Der geht nämlich zu einem... Vielleicht nimmt er euch mit. Ich erzähl's noch nicht. Ist ein schwieriger Gang heute. Gut. Stay tuned. So, ich wollte jetzt meinen Kuchen backen. Ich wollte das mal ausprobieren. Unseren geilen Backofen. Ich packe den jetzt erstmal aus. So, ich habe den jetzt mal ausgepackt hier, den Backofen. So sieht's aus. Cool, oder? Bin ganz gespannt. Das kommt auf den Gasherd. Hier kommt jetzt mein Teig rein. Boah, das wäre cool, weil da kann man nicht nur Kuchen und Brot mitmachen. Da kann man auch hier Pommes, ja, weiß nicht, ob das wirklich wird, aber One-Pot-Pasta und so kann man damit auch machen. Man kann da richtig mit kochen auch. Schon raus der Kuchen aus der Silikonform. Wow! Der sieht doch gut aus, oder? Ja. Gib mal einen Teller, Livia. Gib mir mal bitte einen. Danke. Der riecht sogar nach Zitrone. Wow! Der sieht doch schön aus. Da, ohne Backofen? Wohnwagenkuchen, wir machen jetzt den Taste-Test, okay? Okay, dann lass uns doch noch erst verzieren. Mit was? Ich habe keinen Puderzucker. Bist du bereit, um reinzuschauen in den Kuchen?
Wer testet zuerst? Livia. Livia, du möchtest zuerst probieren? Ja. Der ist aber noch warm von innen. Aber fast gar. Ich glaube, 5 Minuten hätte er länger gekonnt. Ja, warte, Livia. Moment. Sie denkt wahrscheinlich, das ist Brot. Meinst du? Das Brot? Du weißt es besser. Hier, Livia. Hier. Kuchen ist das. Zitronenkuchen. Der hat noch nie so richtig Kuchen. Schön posten. Der riecht richtig nach Zitrone. Hier, probier mal. Was ist aber noch? Ein bisschen mehr Zucker hätte reingekommen, aber für den ersten Kuchen im Wohnwagen bin ich sehr zufrieden. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Schaut euch das mal an. Ja, wir gehen jetzt raus, Livia. 28,6 hier drin und 25 Grad draußen. Wir gehen jetzt spazieren. Genau, nutzen das schöne Wetter. Aber ich werde auch noch eine Maschine Wäsche eben anschmeißen. Ich bleib den Enten zu. Smurfy, komm, wir sind umgedreht, falls du es noch nicht bemerkt hast. Wir gehen in die andere Richtung. Komm, Etty, komm, wir gehen zurück. So, wie Michaela euch schon erzählt hat, heute Morgen hatte ich hier einen Termin bei uns im alten Laden. Wie ihr seht, stehe ich hier schon ein bisschen wehmütig, aber auch froh, dass das Kapitel jetzt heute endgültig abgeschlossen ist. Wir haben die Wände noch gestrichen, wie ihr seht. Es ist noch ein bisschen feucht da hinten, ein paar Flecken sind da noch. Wir haben die Jalousien abgenommen, ein paar andere Elemente noch deinstalliert. Die Wände trocknen jetzt, dann mache ich da noch ein paar schöne Fotos von für uns als Erinnerung. Und ja, haben wir die Korkwand wieder aufgehangen. Die Jalousien haben wir da abgemacht vom Nagelstudio. Ja, und nun sind wir am Aufräumen, Putzen. Haben jetzt effektiv, wie lange braucht 2 Stunden? Ja, ne? Mit Abkleben, Mama? Ungefähr, ne? Ja, 2 Stunden. Und jetzt sind wir fertig. Sieht ein bisschen lecker aus. Ja gut, bis später mal. Bekommen. Guck mal. Was ist das? Morla, Leuchtemorlas? Für den Garten, 99 Cent von Action. Sind die mit Solar, oder? Ja. Wow, Leuchtemorlas. Oh. Du möchtest auch? Ja. Guck mal. Wow. Ich Warte, auch. Lass mal gucken, was du alles hast. Ich möchte auch. Guck mal. Guck mal. Die habe ich noch mitgebracht, die waren noch von uns. Ach so, aus dem Laden. Ja, wir sollten ja alles mitnehmen, abinstallieren. Da habe ich die Kamerasysteme mitgenommen. Ach, hast du doch mitgenommen? Ja, musste ich zum Streichen abmachen. Ja. Und da wir alles abmachen sollten, den Rest haben wir jetzt entsorgt. Wie Rest entsorgt? Kameras? Nein. Ach so. Da waren ja noch diese Tür, Schwenktür sollte abgemacht werden und die Jalousien sollten abgemacht werden, sollten alles wegmachen. Oh, die hätte ich mitgenommen, die Jalousie, aber ist jetzt. Meine Eltern haben die im Auto noch. Ja, ist ja egal. Weil in Ungarn können wir die ja ans Haus machen, oder nicht? So. Hier, frag mal, ob die schon weggetan haben. Nicht, dass sie gerade wegbringen. So, Jalousien sind schon entsorgt. Wie viele gibt es davon? Die andere, die vierte jetzt. Die hat die Mia. Okay. 4 dieser Solar-Dinger. Ja. Ja, und was hast du noch? Die Kordeln habe ich 3 mitgebracht, 3x50 Meter. Ja. Also die wollte ich für Ungarn schön, für den Garten habe ich die gedacht, wo es jetzt verschlüsselt ist. Und wie war so im Laden zu arbeiten? Komisch. Was gibt's hier? Achso, der Bernd war in, wo wir früher immer Brot gekauft haben, im Vortagsladen hier vom Geiping. Hat Brot geholt, das gibt's immer zum halben Preis. Oh, teuer geworden, 1,50. Möchtest du auch ein Stück Brot? Gibst du mir die Schildkröte bitte, Mia? Dankeschön. Zeig mal das Brot. Das ist dunkles, so ein Krustenbrot. Ja. Papa war in der großen, weiten Welt. Ja. Ich geh mal kurz mit dir rein, die möchte reingehen. Ja. Und dann so ein Erdbeerding, ach ein Erdbeeren, Möhrdinkel, Möhredinkel noch. Ja, super. 1,50 eins oder alle verschieden? 1,49 haben mir sowas gekostet. Okay. Ein Teilchen für schlechte Zeiten. Ich habe aber auch einen Kuchen gebacken, der ist sehr geil geworden. Wow, mit Smarties. Ja! Wo sind die Kinder? Oben. Sag mal, ich habe den beiden so einen Smartie-Donut mitgebracht. Ja.
Ja, super, danke. Maniake, ja, das ärgert mich jetzt mit den Jalousien. Ja, mich auch. Ich hatte halt. Ich fahre jetzt eben und hol sie. Nein, ist ja jetzt. Du hast gesagt, die sind kaputt. Jetzt bleib hier, warte. Die Halterung dafür, ja. Ja, dann lass doch, wenn kaputt ist, ist kaputt. Was soll ich jetzt warten? Nicht dahin fahren, die holen. Ja. Wir hatten so im Nagelstudio an den Fenstern so Jalousien, diese. Die kann man so hoch und runter ziehen einfach, damit die Sonne nicht so reinscheint. Und wir haben gesagt, wir lassen die im Laden hängen. War auch so abgesprochen mit der Vermieterin. Und dann muss man die halt nicht abbauen. Einfach, es ging um die Zeit des Abbauens. Und jetzt sollten wir die aber doch abbauen. Hat der Bernd heute gemacht und hat die jetzt entsorgt, weil ich ja gesagt habe, die können hängen bleiben. Die brauchen wir ja nicht mehr. Meine Güte, ja. Wie du es machst. Ja, ist ja egal. Und deswegen haben die Eltern die jetzt halt entsorgt. Und ich sage aber, die könnten wir, weil wir noch keine Rollos haben in Ungarn am Haus, könnten wir die ja in Ungarn. Aber ja, jetzt sind sie schon entsorgt. Die sind halt an so einer riesigen Mülltonne drin. Da müsste man halt jetzt rein und die rausholen. Es ist jetzt egal. Das wusste ja keiner. Ist doch alles gut. Und zur Not, ich weiß, ich glaube 25 Euro hat eine gekostet. Dann holen wir halt neue. Wir haben jetzt hier schon, Smurfy hat eine Schweinenase bekommen. So, eigentlich war ich am Löwenzahnsirup schon vorbereitet. Du kannst auch laufen hier. Genau. Wir haben jetzt schon 200 Blüten gepflückt. Ich habe die gewaschen. Ich zeige euch das jetzt. Was hast du noch geholt? Du bist total verbimmelt. Kann das sein? Musst du was essen? Er sagt, er hat noch mehr geholt. Ich habe einen Grill geholt. Wo ist der? Stimmt. Hast du noch gesagt? Wollen wir Sonntag bei Bernds Eltern grillen? Nein. Ach nein. Den hast du jetzt liegen gelassen? Den habe ich jetzt liegen gelassen. Ach, Michaela. Der hat 20 Euro gekostet. Scheiß die Wand an. Ist der hinten, hinterm Rücksitz? Nein. Du lässt doch keinen Grill liegen. Such alles in Ruhe ab. Ist der unter den Kisten, dahinter der Hundekiste? Ich hab den stehen gelassen am Action. Dann fahr eben. Der wird komm da weg her. Sein jetzt, oder? Ruf an im Action, frag. So, wir haben eine Grillparty am Sonntag und deswegen, damit das nicht so lange dauert, haben wir uns jetzt einen Grill eigentlich geholt, den wir dann immer mitnehmen können, wo wir zu Besuch sind in Deutschland. Dass wir unseren eigenen Grill haben. Der ist jetzt bei Action. So, die Löwenzahnblüten, die habe ich tatsächlich abgezählt, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viel 200 Blüten sind. Ist jetzt mit 1,5 Liter Wasser eingelegt für 24 Stunden und eine Zitrone in Scheiben geschnitten. Ich habe die einmal vorher gewaschen. Genau, das muss jetzt halt einweichen. 24 Stunden und morgen wird es eingekocht. Ich bin ganz gespannt. Also ich habe das mal probiert. Das ist super lecker, so Löwenzahnsirup. Ich habe es mal geschenkt bekommen, ein Glas in Ungarn. Das möchte ich unbedingt selber machen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Hast du ausgeschüttet dein Wasser? Ich gebe dir neues. Der Grill ist aufgetaucht. Der wurde abgegeben. Hier hast du Wasser. Da stand bezahlt drauf. So haben wir nicht 20 Euro verschenkt. Das okay. Habe ich schon mal direkt unter den Sitz beim Casino. Ja. Kannst du mir gleich einmal, wenn du drin bist, die Wäscheklammern geben? Ich sehe gerade die Wäschepflicht weg. Oh, Wasserpatschen. Hier, soll ich dir noch was einschütten? Wir trinken gerade hier die neuen Gläser. Die sind so schön. Etty, du bist total verheddert am Tisch. Halt, Smurfy! Es geht nicht weiter. Merkst du es nicht? Warte. Komm her. Es geht hier nicht weiter. So, jetzt. Jetzt geht's weiter. Genau. Was wollte ich sagen? Achso, die neuen Gläser trinken wir. Livia trinkt die. Ja. Bitteschön. Wasser für dich. Mütze. Ja, ja, ja. Danke. Komm, jetzt können wir die Wäsche wieder aufhängen. Die ist runtergefallen, Livia. Hilfst du mir? Wäsche aufhängen. Guck mal, die liegt da am Boden, die Wäsche. Komm, wir heben die mal wieder auf, damit die trocknet. Ah, jetzt habe ich wieder was zu erzählen. Carla Kolumna, die reisende Reporterin, oder Rasende heißt es ja bei Baby Blocksberg.
Es war gerade die Polizei hier. Ich habe Wäsche mit Livia aufgehangen, nochmal mit Wäscheklammern, habt ihr ja mitbekommen. Und dann fuhr die Polizei vor und ich sofort zum Bernd. Bernd, die Polizei. Ihr seht ja, wie wir hier stehen. Hier, Livia. Und zwar, hier ist ja der Zaun. Und wir, das Campen hier machen wir auf dem Privatgrundstück. Unsere Stühle hier und so. Aber der Wohnwagen parkt auf öffentlichem Grund mit dem Auto. Wir könnten auch hier reinfahren, aber hier sind wir halt schon mal stecken geblieben. Deswegen parken wir lieber da draußen, weil da ist Asche und hier ist Wiese. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat sich jemand beschwert. Hier ist es schön, hier gehen viele Menschen spazieren mit ihren Hunden. Sofort zu Bernd, die Polizei. Bernd ist dann da hingegangen und die waren hinterm Wohnwagen. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben. Nur ganz hibbelig. Ne? Also ich hab, wegfahren ist ja nicht das Problem, da fahren wir halt woanders hin. Aber wenn die sagen so, ja, hier wild campen, keine Ahnung, was das kostet, Strafe. Aber die haben gesagt, alles gut. Es stört hier niemand. Wer soll sich denn hier beschweren? Bleib bloß hier stehen, ist doch alles gut. Die haben einfach ein anderes Auto gesucht. Ist das nicht cool? Jetzt stehen wir hier mit der Erlaubnis der Polizei. Ja. Der Freund und Helfer. Also wir wurden jetzt schon mehrfach von der Polizei in Kroatien und hier und auch in Ungarn sogar beim Wildcampen gesehen. Und die haben immer gesagt, alles gut. Nee, in Ungarn sind wir einmal, haben wir gesagt, wir haben nur geparkt. Bitte? Ja, das ist wieder abgegangen. Unser Seife, Spülmittel-Dings. Livia, wo gehst du hin? Warte. Bei uns gibt es jetzt einen gemischten Salat. Joghurtdressing, das muss ich nochmal umrühren. So, und Nudeln mit Pesto und Käse. Alles abknibbeln, hier. Was soll ich damit jetzt? Komm mal her, meine Maus. Ach, scheiß die Wand an. Ich kack ins Essen. Ja. Oh. Der ist runtergefallen, geschmolzen. Ja, habe ich nicht mitgekriegt, dass der runtergefallen ist. Komm her. Oh, ich hab dich. Oh, halb so wild. Bitte? Kann man den noch benutzen? Ja. Wir benutzen den noch. Aus Prinzip. Geht noch? Habe ich nicht mitgekriegt. Mach den Haken da ab, da wird jetzt nichts mehr dran gehangen. Bist du sicher, dass das mir passiert ist und nicht bei dir runtergefallen ist? Ich hab die Nudeln, das Wasser aufgesetzt und danach war ich nicht mehr hier drin. Zweimal. Ist ja egal. Aber ich war gar nicht da, da waren die Nudeln nur noch am Kochen, Bernd. Ich frag doch nur. Weil ich hätte ja, wenn ich das höre, brauchst du nicht so in die Kamera gucken. So. Genau, sag mal, Mama. Ist ja alles gut gegangen. Und gestern haben wir euch erzählt, dass es hier ein Navi-Update. Sorry, mit Sonnenbrille und Haare. Mein Gott, ich sehe aus. Camping halt. Titigong-Pets gucken raus. Ja, du kriegst Kuchen. Der schmeckt gut, ne? Warte. Bitteschön. Also, wir wollten ein Navi-Update an unserem Hyundai machen. Das ging nicht, weil wir nicht die richtige Größe hatten von der Speicherkarte. Und der Bernd hat heute im Action eine geholt. Und jetzt lädt es. 4 Stunden noch. Echt jetzt? Nein, weiß ich nicht. Wir sind bei 433 von 21.000. Also bis übermorgen lädt es jetzt. Und dann haben wir hoffentlich neue Karten-Update. Ihr möchtet noch mehr? Wir haben halt hier Download Arsch des Todes. Ey! Schimpf doch mal mit deiner Tochter. Ey. Wo ist denn das Kabel? Das weiße von dem. Liebe von der Powerbank, weißt du das? Ich mache alle Kabel immer dahin, wo sie hingehören. Irgendwo. Livia, gib mir mal deine Hand, wenn du raus runter möchtest. Wir gehen jetzt wieder raus. Der Smurfy hat seinen Huf. Hoffe ich doch, dass er den knabbert und nichts anderes. Langsam. Eigentlich wollte ich einen Kaffee aufsetzen, bis das mit dem Kaffeefilter passiert ist. Wir kaufen uns gleich ein Fischbrötchen. Wir immer was anderes machen. Kabine. Kabout!
so. Hui, so. Murphy, komm hier. Deine Hand. Hier ist so ein Wald gepflanzt und das Murphy Boot geht um die Bäume rum. Sind so ganz fein noch, die Bäume. Genau, wir gehen jetzt noch einen schönen Abendspaziergang machen. Livia hat voll lange Mittagsschlaf, macht zweites Mittagsschläfchen bis 17.30 Uhr. Aber meistens tendenziell schläft sie dann abends trotzdem um 8 oder 9, ein bisschen später, aber jetzt nicht, dass sie bis 0 Uhr wach ist. Genau, mal so, mal so. Mal macht sie ein Mittagsschläfchen, mal macht sie zwei. Ich weiß schon, was sie braucht. Genau, sie holt sich das, wie sie das braucht. Ja, da ist der Kanal, da hören wir immer die Schiffe. Ist das ein beladener ist oder ein leerer ist? Ja. Wir hatten gerade einen Livestream spontan gemacht. Und richtig viele haben spontan Zeit gehabt, eine Hand. Wie viel? 4.000. 4.000 Leute waren dabei. Nein. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jede Menge. Und jetzt gehen wir wieder zu den anderen und haben noch einen schönen Abend, frühen Abend. Genau. Morgen steht der Umzug an. Morgen gehen wir hier wieder weg, woanders hin. Immer noch, wir bleiben noch in Deutschland. Sie dreht sich jetzt immer so auf dem Boden. Küsselkörper und so. Also nicht richtig Küsselkörper, sie macht so Rollen. Und morgen gehen wir auch noch mal zusammen in unseren Laden und verabschieden uns. Ja, das wird morgen, glaube ich. Also als du mir heute das Video geschickt hast vom Laden, da habe ich so Tränen, war ich den Tränen nah. Ja, ich habe mir schon verabschiedet. Ja, nicht, dass ich unglücklich bin, dass er nicht mehr da ist, aber trotzdem hatten wir da sehr schöne Momente. Wir haben da sehr viel erlebt. Ich habe da den Schwangerschaftstest gemacht. Wo es so warm war, habe ich mir auch überlegt. Jetzt komm, mach sie auf und setz sie da draußen. Ja, ja. Nee, ist nicht mehr. Alles abgebaut. Genau, morgen darfst du da auch nochmal hin, Livia. Ne? Ja. Genau. Ja, und dann würde ich den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen auch wieder in alter Frische dabei. Und ja, tschüss.